Barmherzigkeit ist eine innere Einstellung. Kameradschaft bin ich zu verpflichtet. Der sich für andere einsetzt, der vielleicht auch mehr gibt als nimmt. Man geht auf Menschen zu, man ist hilfsbereit, ja, man schaut nicht weg, auch gerade wenn man irgendwas, Streitigkeiten oder wie jetzt hier am Dom, die Sache mit der, dem Übergriffen, ja, an den Frauen. Ich denke, wenn ich einfach in der Situation wäre, ich würde nicht weggucken, sondern würde halt eben helfen. Ja, natürlich, ich glaube an Gott. Alles ist möglich für Gott. Ja, wenn Gott etwas will, das ist möglich. Der Meister von alles, von der ganzen Welt. Ich glaube nicht an Gott, das muss ich ganz deutlich sagen. Nur, selbstverständlich habe ich auch was zu verlieren. Ich habe Familie, ich habe Freunde. Und auch das, diese Gedanken haben mich in Afghanistan begleitet. Ja, ich wünsche Frieden. Ja, und das ist natürlich auch mein größter Wunsch, auch obwohl ich Soldat bin. Ja, ich bin ganz deutlich für den Frieden und nicht dagegen. Ich bitte Gott, um Krieg, um Frieden in der ganzen Welt zu haben. Frieden ist vielerlei. Also es fängt bei einem Einzelnen an. Also es fängt bei mir an, bei meinem Gegenüber. Ich muss die bessere Welt schaffen in meiner ersten Umgebung. Das heißt in meiner Familie, dass ich meinen Sohn zu einem vernünftigen Menschen erziehe, dass ich ihm meine Werte mitgebe und dann bei meiner Nachbarschaft, dass ich da Menschen zeige, was Christsein bedeutet.